Schon beim ersten Bissen überrascht dieser Senf. Er erinnert an Kaviar, allerdings nur die Textur. Also der Original-Senf-Kaviar, den haben wir entwickelt. Senf kann man ja auch im Ganzen verarbeiten. Das ist ein sogenannter Fermentationsprozess, den er durchläuft. Und wenn er die richtige Konsistenz hat, noch einen schönen Biss und seine vollen Aromen entfaltet hat, dann kann man abfüllen und haben 8 verschiedene Sorten. Rainer Baumgartner erhitzt den Senf nicht über 30 Grad. Er setzt das sogenannte Kaltmahlverfahren ein. So bleiben wertvolle Wirkstoffe der Gewürzpflanze erhalten. Hergestellt wird die gelbe Paste in Bad Gäusern, verfeinert mit Sardellen, Honig und Grillgewürz. Man sollte den Senf nicht zum Würsteltunken verkommen lassen, sondern ihn als Gewürzpaste sehen. Und da passt er, wenn man das versucht, kann man den Senf eigentlich überall dazu essen. Ja, also zum Gemüse genauso, zum Fisch, zum Fleisch. Natürlich kann man auch Soßen verfeinern damit. Die Schausenferei Anna Max ist einer von 350 Genusslandproduzenten in Oberösterreich. Also wir sind beim Genussland dabei, weil eine große Organisation dahinter steht, die natürlich auch das transportiert, was wir an Qualität anbieten und das für uns, mit uns verbreiten. Kaum ein Gewürz besitzt so alte Wurzeln wie der Senf. Schon vor rund 3000 Jahren verfeinerten die Samenkörner der gelbblühenden Pflanze die Speisen im alten China. Heute gibt es hunderte Sorten. In Bad Gäusern sind es 25. Verkosten ist dort erlaubt.